mein zehnter Kill. Ich glaub das gerade nicht, ne? Ja, ihr kommt jetzt alle zum zentralen Busch, ne? Wobei das auch so ein bisschen verstörend ist, wenn eine Frau, die nur in dem Schlüpfer gekleidet hier mit einer Waffe in den Busch hängt und sagt, kommt zum zentralen Busch. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PUBG. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen und ich muss so ein bisschen lachen, weil vor, naja, ein paar Minuten habe ich meinen allerersten Livestream versucht, nennen wir das mal so, mit PUBG. Und ich bin an diesem Spiel kläglich gescheitert. Und das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Und deswegen probiere ich doch gleich im Anschluss wirklich nochmal eine Aufnahme. Und ich muss sagen, ich hatte schon echt einen extrem feuchten Schlipper und war extrem aufgeregt. Also es ist doch was anderes. Ich habe mich noch nicht so ganz erholt, aber zumindest hoffe ich, dass ihr mit diesem Ganzen jetzt hier Spaß haben werdet und ich mal so ein bisschen hier besser spielen kann. Oh Gott, ich war einfach unfassbar aufgeregt. So, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser bin. Denn die Gute hier braucht unbedingt irgendwie mal ein paar Klamotten, damit sie sich keine Lungenentzündung, ja genau, zuzieht. So, und deswegen gucken wir mal, ob wir das jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Denn das nagt doch schon ziemlich an mir. Nicht einen einzigen Kill habe ich hinbekommen. So, deswegen springen wir jetzt erstmal eine Runde ins Wasser. Ist jetzt nicht so vorteilhaft, die Perspektive. Ja, warum gab es jetzt länger schon kein PUBG mehr bei mir auf dem Kanal? Einfach die unfassbar vielen Updates haben mich so dezent ein bisschen genervt. Und als ich dann gefragt wurde, wann denn mal wieder eine neue Folge rauskommt, habe ich feststellen müssen, dass eben mein Account weg ist. Und der bleibt jetzt auch weg. Da ich selbst mit Hilfe von Tencent Games irgendwie nicht mehr meinen Account wieder bekommen konnte. So, und wir spielen, oh Gott, mit ganz komischen Abkürzungen. Hallo an dieser Stelle. So, okay, gut, wo wollen wir landen? Ich habe die Map jetzt gerade nicht im Kopf. Sekunde, warte. Gut, da habe ich jetzt eine Idee. Okay. Ich weiß, wo wir abspringen möchten. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen mehr mit Plan, denn ich kann das einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass das so unfassbar schlecht geworden ist. Mann. Aber warum bin ich denn auch so dämlich? Weißt du, warum bin ich... Pass auf, jetzt müssen wir abspringen. Warum bin ich so unfassbar dämlich und mache erstens in dem allerersten Livestream, das ist schon wieder so hochgradig naiv gewesen, weißt du? Denn auch noch PUBG. Ja, kannst du so machen, ne? Ist, glaube ich, noch auf meinem Kanal verfügbar. Beziehungsweise wird gerade von YouTube verarbeitet. Kann man sich also gerne noch angucken, wenn man mag. Ich gebe euch einen Tipp, macht das nicht. So, Lady, die ist so unfassbar leicht, die braucht so ewig zum Landen. So, ich glaube, Co.444, der quasselt nebenbei. Ich müsste eigentlich gemutet haben, hoffe ich. Ansonsten hört er jetzt alles mit. Ach, Mädchen, lande doch. Zumindest sind wir jetzt in dem Bereich, wo ich landen wollte. Ich habe die Befürchtung, dass wir gleich mit ganz, ganz vielen Leuten hier zu tun haben werden. Und zack, da waren die Häuser weg. Da sind sie wieder da. Sehr schön. Denn ich möchte jetzt ein paar vernünftige Waffen haben. Och, lande doch, Mädchen, Mann. Das gibt's doch nicht. Siehst du, die ersten legen schon los und du bist immer noch am Fliegen. Ah. Stunden später, das gibt's doch nicht. Ah, Himmeldonner.
So, und jetzt rein ins Haus und such dir ein paar schöne Sachen aus. So, Bandagen sind schon mal richtig gut. So, ich will mich auch nicht zu lange hier in diesem Bereich aufhalten, denn das ist natürlich auch nicht gerade ungefährlich. Weißt du, was ich meine? So, pass auf. Wo laufen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwie mal zu den Teamkameraden. Das wäre eine Option, ne? Aber wir müssen einfach auch hier aus dem Schussfeld raus. Ah, so zum Beispiel. Das gibt's doch nicht. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Jeder Bereich, wo es gute Waffen gibt, haben sie gesagt. Umbringen wird es mich. Haben sie gesagt. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. So, ja, siehst du, sie kann auch töten. Sie kann es. Sie kann es, Leute. Sie kann es. Wo ist er denn jetzt? Der bandagiert sich doch jetzt bestimmt. Leute, sie kann es. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich weiß es nicht. Wo? Ist natürlich auch arschgefährlich hier. Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie noch was wie eine Waffe. Gibt es hier noch einen Ausgang? Jawohl, sehr gut, okay. Es ist vorhin einfach maßlos scheiße gelaufen. Es ist einfach scheiße gelaufen. Ich habe Angst, wenn ich da so rüberrenne. Mann. Da laufe ich jetzt hin, Mann. Ich kann das einfach nicht auf mir sitzen lassen, was da vorhin passiert ist. Ich kann es einfach nicht sitzen lassen. Jawohl! So! Das konnte ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen will, muss ich dazu sagen. Das ist auch immer gut. Ich bin so ein bisschen verwirrt beim Spielen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe gesagt, ich kann wenigstens. Also, ne, so wie das vorhin gelaufen ist, sprechen wir da einfach nicht mehr drüber. Sprechen wir da nie wieder drüber. Können wir uns da einigen drauf? Wo ist er hin?
Ah, verdammt, ich weiß nicht wo. Warte, 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 warte. Wo, 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 wo? Okay, okay. Eigentlich möchte ich ja ziemlich gerne von diesen Häusern hier weg. Ich bin da gerade kein Freund von. Warte, 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 warte. Ist bestimmt nicht zum Fahren, ne? Na? Geht's dir gut? Hallo? Was liegst denn hier so rum? Gut, dann machen wir jetzt unser eigenes Ding, wenn er weiterhin so rumliegt. Na? Ich weiß nicht, ob die Idee gerade klug ist. Ich war einfach vorhin in dem Livestream so unfassbar aufgeregt, Leute, Mann. Ich war so unfassbar aufgeregt. Ich weiß nicht wieso. Und dann geht bei mir einfach schon mal gar nichts mehr. Dann ist Konzentration weg, und alles ist dann weg. Und das tut mir jetzt so mega leid, dass ich so ultra beschissen gespielt habe. Und das kratzt an meiner Ehre. So, aber sie sollte sich nicht kratzen, denn so viel hat sie nicht an. So, kommen wir jetzt langsam mal raus hier aus dem Bereich. Ja, sieht so aus, ne? So, ich weiß nicht, wo wir jetzt als nächstes hinlaufen. Oh ja, in die Region sollten wir nicht unbedingt reinlaufen. Ich habe ja schon einen Verdacht, wohin sich der Spielbereich verkleinern wird. Und ich glaube, das peilen wir jetzt einfach mal so ein bisschen an. Ich kann mich täuschen. Dieses Feld hier ist einfach mal auch arschscheiße, ne? Und das Blöde ist dadurch, weil ich jetzt sozusagen keinen Account mehr hatte, ist halt, bin ich jetzt so ein bisschen auf dieses erste Level angewiesen, kann also auch nicht mehr nach Myanmar. So, wo, wo, wo? Nicht gesehen? Der hat mich nicht gesehen. Warum nicht? Was war denn das für ein Kill? Leute, der war doch geschenkt. Der kann es mir nicht erzählen, dass er mich nicht gesehen hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Never. So, also ich bin, mir läuft immer noch so ein bisschen die Pumpe.
jetzt renn, Lady. Ich hasse diesen Bereich ja gerade so ein bisschen, ne? Wenigstens unter die letzten 50, das wäre so ein kleiner Traum. Aber zumindest hatten wir 5 Kills schon mal. Das ist bei Weitem besser als das, was ich vorhin abgeliefert habe. Ich muss einfach ein bisschen mehr trainieren wieder. Das hört sich auch bescheuert an, ne? So, pass auf, jetzt müssen wir hier ganz schnell über den Berg rüber. Komm, noch 2. Dann habe ich mein Tagesziel zumindest schon mal ein bisschen erfüllt. Das wird sich so ein bisschen, glaube ich, um den Ferry Pier herum sammeln. Oh, da ist irgendwas. Nee, Flugzeug. Okay, ich dachte schon Auto. Ich habe immer noch keine Klamotten gefunden, ne? Weil es mich persönlich halt so ein bisschen ärgert, dass mein letzter Account weg ist. Ich habe da ja auch wirklich reales Geld reingesteckt, weißt du? So. Pardon. So, wir sind unter den letzten 50. Jawohl, Tagesziel erfüllt. Richtig gut. Jetzt kann ich doch noch einigermaßen entspannt dann schlafen gehen. Aber siehst du mal, was so ein Livestream doch mit Leuten macht, ne? Aber das ist ja genauso, wie wenn man plötzlich irgendwie einen Vortrag halten soll. Kann man ja auch nicht immer. Ich zum Beispiel auch nicht, nee. Ich weiß noch, bei meiner Abschlussprüfung an der Uni, da musste ich mir echt ein paar kurze vorne wegkippen, damit ich das irgendwie einigermaßen hinkriege. Und da bin ich auch gefühlt gestorben. Das ist alles Übungssache, auf jeden Fall, definitiv. So, romantisch laufen wir mal wieder völlig einsam durch die Gegend. Und Co.444 ist noch irgendwo am Leben. Ah, aber außerhalb des Bereichs. Oh, Junge, lauf. Ärgerlich. Das tut mir leid. Das tut mir leid für dich. Ist jetzt nicht dein Ernst. Mann, bin ich nicht mehr im Livestream, bin ich die einzige Überlebende aus dem Team. Ach, das gibt's doch nicht. Ihr wollt mich doch echt alle verarschen, oder? Jetzt könntest du wieder sagen, mehr Glück als Verstand, die Frau, weißt du? Das, ja, okay, können wir auch. Aber, wo laufen wir denn jetzt hin? Wo laufen wir jetzt hin? Erstmal gut getarnt über die Straße. Siehste, Tarnung perfekt. Wir haben einfach nur Glück, dass da jetzt gerade keiner ist, ne? Da hinten läuft einer, ganz, ganz am Horizont, irgendwo ganz weit weg. Warte. Ah, scheiße. Wo denn? I don't see it. Irgendwo hinter mir. Ich sehe es nicht. Ah, Schitte. Der hat sich gut getarnt. Und ich laufe gerade da. Sag mal nicht. Eieiei. Irgendwo habe ich eine Gruppe gerade hier am Wickel.
Mädchen, beweg dich da hinten. Warte. Da habe ich ja jetzt bestreben, den auch umzunieten. Kampfunfähig ist kein Tod. Ah, scheiße. Den kriegen wir nicht. Ärgerlich. Aber vielleicht macht's dann der Bereich, verstehst du? Vielleicht macht's der Bereich dann. So, warte mal, laufen wir jetzt richtig? Na, wir robben noch nicht so ganz richtig. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn es gleich zu Ende wäre. Ich meine, guck mal, wir sind unter den letzten 20 und vorher nicht so gefühlt unter den ersten, die gestorben sind. Da würde ich ja echt gerne reingucken. Ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt zum Verhängnis wird. Ja, läuft heute! Mann, was ist denn jetzt? Läuft heute! Ach, ich glaube, wenn die Runde vorbei ist, lade ich die einfach gleich noch hoch. Vielleicht mag ja der ein oder andere noch ein bisschen gucken. So, das Late-Night-Programm hier auf meinem Kanal. Oh Mann, aber siehst du, Very Peer so in der Richtung, ne? Es sind echt nicht mehr viele, oh Mann, oh Mann. Eine Kiste. Pass auf, wir müssen uns jetzt langsam mal einen guten Ort suchen. Ich habe ja, pass auf, wir gehen jetzt einfach mal hier in den Busch rein. Busch ist gut. Ich habe ja die Befürchtung, na wobei, wenn wir Glück haben, stehen wir gar nicht so doof. Pass auf, lass uns nochmal dezent ein bisschen hier stehen bleiben. Und einfach nur mal gucken, ob sich irgendwann demnächst hier nochmal wer raustraut. Tja, ich weiß nur nicht, wie gut wir gerade getarnt sind in dem Busch. Dreizehn sind's noch, aber wo? Ich denke ja, dass dieser Weg vor uns gleich so ein bisschen zum Verhängnis werden wird, weil wir da bestimmt hinrennen werden müssen, wenn sich der Bereich nämlich daraufhin verkleinert. Eieiei, schitte. Tja, Werder, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal ein Chicken Dinner bekommen werde. Aber schauen wir mal. Ich trainiere einfach noch ein bisschen fleißig. Und dann klappt es auch irgendwann im Livestream. So, hier muss doch irgendwo... Ich traue mich gerade nicht so ganz raus. Ja, da bin ich ganz Mädchen, ne? Wow! Wir stehen da wie komplett zentral, ne? Alles zentriert sich auf diesen einen Busch. Siehst du das? Wir sind im zentralen Busch. Das gibt's doch nicht. Jetzt hätte ich ja gerne noch einen 10. Kill, ne? Hey, komm, jetzt will ich auch unter die letzten 10 kommen. Einer muss noch weg und das bin hoffentlich nicht ich. Ja, aber du machst ja aktiv nichts. Ja, ich weiß, aber ist auch eine Taktik zum Überleben. Ja, ich bin unter den letzten 10! Alles zentriert sich auf diesen Busch, das gibt's doch nicht. Aber ich sehe nirgendwo jemanden. Vielleicht sieht man das ja wieder, wenn ich mir dann auf dem großen Bildschirm angucke. Das ist auch möglich.
Aber ich sehe hier nirgendwo jemanden. Die können sich doch nicht alle versteckt haben. Wir warten wahrscheinlich alle auf irgendwie eine Bewegung, ne? Okay, irgendwo. Ah, irgendwer hat mich gesehen. Nur wo? Warte. Da. Ah, ich sehe es nicht. I don't see it. Aber von wo denn? Ach, da hinten. Da. Jawohl, mein 10. Kill. Ich glaub das gerade nicht, ne? Ja, ihr kommt jetzt alle zum zentralen Busch, ne? Wobei das auch so ein bisschen verstörend ist, wenn eine Frau, die nur in dem Schlüpfer gekleidet hier mit einer Waffe in den Busch hängt und sagt, kommt zum zentralen Busch. Warum lohnt sich eigentlich die ganze Zeit kein Medipack? Ach, ich bin auch dämlich. Siehste, ich bin so voller Kampfeuphorie. So, da kommt wieder einer von der Seite. Kampfunfähig ist immer scheiße. Kommt alle zu meinem zentralen Busch. Ja gut, den kriege ich da jetzt nicht, wenn er irgendwo am Boden rumkrepelt. Tape ich mich noch ein bisschen. Ich freue mich ja gerade unfassbar, dass ich so viele Medipacks bekommen habe, ne? Aber wo ist der? Gut, okay. Also theoretisch müssten ja hier noch irgendwo 5 andere sein. Ich bleibe jetzt wirklich, ich verharre so ein bisschen, es zentriert sich alles bei diesem Busch, ne? Ich verharre an meinem Busch. Es ist der lebensrettende Busch. Ah! Womit wurde ich denn jetzt hier abgeschossen? Was ist das für ein hartes Gerät? Au! Au, der wird mich töten. Oder ich ihn. What the fuck is happening? Ey, noch 3, Leute. Das schaffe ich nie im Leben, Mann. Ich würde so schreien, wenn ich das Ding jetzt reißen würde, ne? Ich würde so unfassbar schreien. Vor allen Dingen zumal nach dieser, alleine das jetzt schon, nach dieser Blamage von vorhin. Ich komme die Nacht heute nicht zum Schlafen. Ich sehe das jetzt schon. Weil das Blöde ist, es dauert jetzt so lange. Ich muss echt aufpassen, dass es mir die Aufnahme nicht zerschießt, weißt du? Das wäre erst recht schade, wenn ihr das gar nicht sehen könntet, was hier passiert. Ah, da würde ich erst recht schreien, ne? Das gibt's nicht. Da. Aber wo? Far away? Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo, ich sehe es nicht. Irgendwo aus dieser Richtung. Das da? Ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht outen, dass ich hier in meinem Busch hänge. Ich habe auch im Übrigen überhaupt nicht mehr viel Munition, ne? Das ist so eine arschknappe Nummer. Das ist einfach so eine arschknappe Nummer. Aber ich glaube, ich werde das einfach nicht schaffen, ne? Ich werde es einfach nicht schaffen. So, jetzt höre ich es von da. Aber ich sehe es noch nicht. Ich glaube, derjenige ist echt noch ein bisschen weiter weg. Oh Gott, wir sind nur noch zu dritt. Leute, ja, die Bronzemedaille haben wir auf jeden Fall schon mal geholt. Ach, wie geil ist das denn? Ja, Sieg und Niederlage, ne? Liegen dicht beieinander. So kann es gehen. Im Stream abgekackt. Hier gewonnen. Ach, schön. Okay, wir sind nicht mehr im zentralen Busch. Ich habe Angst, wenn ich jetzt nach vorne laufe. Das wird unser Tod! Scheiße.
Scheiße, das ist direkt hier in der Mitte, ne? Ohne Busch. Wobei, es könnte auch ein anderer Busch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Doch, pass auf, noch ein bisschen. Scheiße, da ist nix. Da ist einfach nix. Ums Verrecken, da ist nix. Ach, scheiße, wir sind nur noch zwei. Dein fucking Ernst. Okay, wo? Wo bist du? Ich will dich jetzt so dermaßen töten. Wo bist du? Ich brech gleich zusammen, ne? Scheiße, Mann. Oh, fuck. Oh, ich stehe so kurz vor dem Sieg, Leute, ne? Ich habe Angst, wenn ich rausspringe. Aber der duckt sich hier irgendwo. Der ist bestimmt gleich vor mir. Scheiße. Ich weiß, ich muss in den Bereich. Ich weiß. Ich weiß. Ums Verrecken, aber ich weiß nicht, wo der ist. Fuck! Nein! So, meine Lieben. Genau so kann das nämlich auch funktionieren. Oh, ich brech zusammen, Leute. Jawohl. Mega gut. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video wirklich Spaß hattet. Ich hoffe einfach, ihr hattet Spaß damit. Und würde mich einfach unfassbar freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Entweder, wenn ich komplett verkacke oder es besser wird. Jawohl. So sieht das aus. Genau so. Ich hoffe einfach, ihr hattet Spaß damit und würde mich riesig freuen, wenn wir uns einfach wiedersehen bei diesem Video oder in einem anderen. Oder ich bin völlig durch, merkt ihr. Jetzt genießt einfach den Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer und seid ein wenig dirty. Tschüss! Ach schön, ach ist das schön. Nein, ich will nichts teilen. Alles meins. Okay, gut, jetzt muss ich die Aufnahme beenden, ehe sie mir abkackt. Also, tschüss!